Herzlich willkommen zum Safe Energy Day von Lütze. Mein Name ist Christian Filsbeck von Publish Industry und ich begleite Sie live aus der Universität Stuttgart durch dieses Event. Ja, es geht heute um Energiesparen. Wir müssen deutlich Energie reduzieren. Ich glaube, das müssen wir gar nicht groß diskutieren. Und gerade in der produzierenden Industrie, die ein großer Industriefresser ist, müssen wir die CO2-Emissionen dringend runterschrauben. Genau dieses Thema befassen wir uns heute. Und zwar, wie können wir nachhaltiger, aber auch gleichzeitig auch wirtschaftlicher agieren? Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die smarte Schaltschranktechnik, denn es gibt ja erstaunliche Energiesparpotenziale, die man damit heben kann. Außerdem gibt es heute noch spannende Einblicke in die Thermodynamik von Schaltschränken und einen kleinen Ausflug in die Aerosolausbreitung. Bleiben Sie also gespannt, bleiben Sie dabei den Tag. Und jetzt beginnen wir direkt mit Udo Lütze. Er ist Inhaber von Lütze International mit dem Thema Nachhaltigkeit plus Wirtschaftlichkeit. Ist das ein Widerspruch? Udo, komm gerne zu mir. Ich bin schon gespannt, hallo, wie du die Frage beantwortest. Vielen herzlichen Dank und da schauen wir mal, ob wir da einer Antwort etwas näher kommen können. Genau, deine Bühne. Ja, danke schön. Und auch von meiner Seite zunächst ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid zum Safe Energy Day Today hier bei uns, diesmal online. Ja, Safe Energy. Energie sparen, effizient mit Energie umzugehen, das sind natürlich alles Themen, die für uns sehr, sehr wichtig sind und die uns begleiten. Aber ist Energiesparen eine Mode oder ist es eine Notwendigkeit? Ich denke, heutzutage wissen wir alle, dass es eine Notwendigkeit ist. Die Frage stellt sich nur, wie kann man es effizient umsetzen und wie kann man wirklich Energie sparen, das vor allen Dingen auch nachhaltig wirtschaftlich Vorteile bringt. Deswegen für uns, wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir mit Hilfe unserem Verdrahtungssystem Energie und natürlich auch ganz wichtig CO2 einsparen und wie kann man das Ganze so nachhaltig in einem Modell verfassen, dass es nicht nur uns, sondern auch ganz wichtig unseren Kunden einen wirtschaftlichen Vorteil bringt. Zunächst aber stellt sich die Frage, Nachhaltigkeit, wie lebe ich das in einem Unternehmen und wie sorge ich dafür, dass Nachhaltigkeit wirklich auch wirtschaftlich ist? Dafür haben wir bei Lütze eine Initiative gestartet mit namens Sky Blue. Und unter Sky Blue versuchen wir, das ganze Unternehmen nachhaltig aufzustellen. Das teilt sich bei uns in zwei Bereiche aus. Auf der einen Seite haben wir das Unternehmen selber. Hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man alle Mitarbeiter schon rechtzeitig abholt, damit sie alle nachhaltig denken und vor allen Dingen diese nachhaltigen Fragen auch diskutieren. Wenn ich ein neues Leuchtmittel einsetze, dann habe ich natürlich die Wahl, ob ich LED-Technik einsetze oder eine veraltete Technik, die etwas mehr Energie kostet. Es ist wichtig, dass man sich die Frage stellt und sich damit auseinandersetzt. Auf der einen Seite muss das Unternehmen nachhaltig aufgestellt sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass die Produkte und Lösungen, die wir anbieten, dass auch die alle die gleiche Philosophie verfolgen. Und das haben wir mit unseren Produkten gemacht. Nicht ganz durchgängig, aber bei den meisten Produkten. Ein Beispiel davon ist unser Airstream-Verdrahtungssystem, um das es sich dann heute bei uns drehen wird. Um das System kurz vorzustellen, bei Airstream handelt es sich um einen Verdrahtungsrahmen. Er besteht aus Aluminium. Er kommt in den Schaltschrank rein und er sorgt dafür, dass man die Komponenten dort verbauen kann und auch verdrahten. Und des Weiteren hat er den Vorteil, dass die Luft zirkulieren kann, sodass man Hotspots eliminieren kann. Und um dieses Produkt geht es im Wesentlichen heute. Nun möchte ich aber zunächst mal damit anfangen, dass dieses Verdrahtungssystem bei uns im Hause schon mittlerweile für 50 Jahre existiert. Im Jahre 1972 haben wir mit dem LSC-A-System angefangen. Das war auch ein Aluminiumrahmen, wo über X-Verdrahtung auf der Rückseite verdrahtet wurde. Und man hat auch damals schon stark auf Nachhaltigkeit gesetzt, indem es darum ging, Platz zu sparen. Das Produkt hat sich dann weiterentwickelt in das LSC-B-System und heute sind wir bei Airstream gelandet, wo es weit über den Verdrahtungsrahmen hinausgeht, sondern ein komplettes System zur Berechnung der Thermodynamik im Schaltschrank und auch zur Verteilung der Wärme, damit man sie über Klimatechnik abführen kann. Schauen wir uns aber mal ein bisschen in der Vergangenheit um und wie hat die ganze Sache angefangen? Nun, der deutsche Maschinenbau ist auf meinen Vater seinerzeit zugekommen und hat eine relativ einfache Frage gestellt. Und das ist, können wir Steuerungen kompakter aufbauen, können wir Platz sparen? Denn seinerzeit, die Nachhaltigkeitsfrage, die wir hatten, war nicht Energie,
sondern Platzersparnis. Man sieht hier auf dem Bild sehr schön, dass die Steuerung früher traditionell aufgebaut wurde, mit Schütze, mit Relais. Da wurde sehr viel verdrahtet, da gab es relativ wenig SPS in seiner Zeit und es hat eben alles sehr viel Platz gekostet. Wir haben es mit dem LSC-Verdrahtungssystem geschafft, 30% Platz zu sparen. Wir haben aber auch noch weitere Vorteile geschaffen, wie zum Beispiel, dass man den Aufbau der gesamten Steuerung viel eleganter und viel schneller realisieren kann und dass man hier auch zum ersten Mal vorkonfektionierte Adern bei der Verdrahtung einsetzen kann. Anstelle, dass ich von einer Rolle die einzelnen Adern abziehe, abisoliere, krimpe und dann verlege, kann ich hier vorgefertigte Adern verwenden. Und das war seinerzeit natürlich ein erheblicher Zeitfaktor, den man sich dann beim Aufbau und Verdrahten einer Steuerung eingespart hat. Wie haben wir es geschafft, so viel Platz zu sparen? Nun, das Allerwichtigste, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben die Verdrahtungsebene in den Rahmen mit integriert. Das haben wir dadurch gemacht, dass wir den Kabelkanal eliminiert haben und somit konnten die Komponenten näher zusammenrücken. Das Interessante war aber, dass wir zwar mit einer höheren Packungsdichte arbeiten, aber trotzdem die Luft die Komponenten frei umströmen kann und dadurch weniger Hotspots entstehen und mehr von der Wärme abgetragen wird und über verschiedene klimatechnische Lösungen nach außen gebracht werden kann. Dadurch liefen selbst Steuerungen, die vom Volumen her kleiner und kompakter aufgebaut waren, in einem kleineren Schaltschrank, liefen sie kühler und es gab weniger thermische Probleme. Das bedeutet weniger Ausfall bei Komponenten, die einen Hitzetod gestorben sind, was natürlich auch ein großes Problem ist, weil dadurch immer wieder die Fertigung stehen bleibt. Doch einen Vorteil zu erkennen, das ist die eine Sache, ihn aber zu quantifizieren und auch genau zu verstehen, das ist die Kehrseite der Medaille. Und hier haben wir dann vor vielen Jahren angefangen, mit der Universität in Stuttgart, mit dem IGTE zusammenzuarbeiten. Und die Aufgabenstellung war eigentlich recht einfach. Wir wussten, es tut sich was im Schaltschrank. Wir wussten, die Luft schafft es, die Wärme von den Komponenten wegzubekommen. Aber wie? Das war das große Fragezeichen, das sich uns gestellt haben. Und da haben wir dann einfach Expertenwissen gebraucht. Da haben wir Leute gebraucht, die sich mit Thermodynamik auskennen, die wissen, wie sich die Luft verhält und die das Ganze dann auch quantifizieren kann. Und wenn wir es quantifizieren können, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, eine Lösung auszuarbeiten, die uns alle voranbringt, die uns allen hilft und die dann tatsächlich das Ziel, das wir uns gestellt haben, nämlich die Wärme aus dem Schaltschrank herauszubekommen, realisieren wird. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit war nicht eine Weiterentwicklung von dem LSC-Verdrahtungssystem, sondern wir haben uns entschlossen, neue Wege zu gehen. Wir haben ein neues Verdrahtungssystem mit Namen Airstream entwickelt. Ähnlich wie beim LSC-Verdrahtungssystem ist es ein modularer Aluminiumrahmen, der kompakt aufbaut. Man spart also nach wie vor Platz, man spart Zeit beim Aufbau der Steuerung, man spart Zeit bei der Verdrahtung. Also die existierenden Vorteile existieren nach wie vor in diesem System. Aber wir haben natürlich darauf geachtet, dass dieses Produkt so aufgebaut ist, dass diese Strömungsvorteile, die wir zuvor bei LSC erkannt haben, dass wir die hier auch weiter leben können und aktiv umsetzen können. Die Profile sind also schlanker geworden und wir haben dann auch Technologien mit hineingebracht, die zur Luftführung dienen, wie zum Beispiel die Airblades, dass man gezielt Kühlluft an Komponenten heranführen kann oder auch der Airblower, ein komplettes System, ein Gebläsesystem, das hinterm Rahmen sitzt und die Luft zirkulieren lässt. Das bedeutet, vorne steigt die Luft auf, sie nimmt die Wärme von den Komponenten auf, bringt sie nach oben, die Luft wird hinten nach unten gedrückt und die Wärme kann dann entweder über verschiedene Klimageräte abgeführt werden oder auch über die Außenhaut, wie zum Beispiel die Rückwand und die Seitenwände und die Vorderwand vom Schaltschrank abgeführt werden. Es ging also weg von einem reinen Produkt, von einem reinen Rahmen hin zu einem System. Und das System hier existiert oder besteht eben aus diesen Technologien. Wir haben aber auch noch eine Software entwickelt mit namens AirTemp. Und diese Software dient dazu da, dass man überhaupt mal quantifizieren kann, wie die thermischen Verhältnisse im Schaltschrank sind, wo die Wärmenester sind und wie man die dann mit Hilfe von einem Airblower nach außen bringen kann. Wenn wir jetzt diese ganzen Vorteile, die wir hier entwickelt haben, zusammenzählen, dann sehen wir, dass die gesamte Kühlleistung nach unten gebracht wurde.
Doch was bringt es uns, was für ein Ergebnis? Und auch hier haben wir mit der Universität in Stuttgart zusammengearbeitet und sie haben eine Berechnung angestellt. Die Ersparnisse, die wir haben, ist, dass ein Klimagerät nicht mehr 24 Stunden laufen muss, sondern nur bei Bedarf eingeschaltet wird. Das hängt natürlich von den klimatischen Bedingungen ab. Das hängt davon ab, wie groß der Temperaturunterschied zwischen dem Schaltschrank innen und der Halle, also der Umgebungstemperatur, ist. Wenn das groß genug ist, reicht es, wenn der Airblower die Luft zirkuliert. Wenn das nicht ausreicht, dann muss man eben das Klimagerät hinzuschalten. Aber wir haben das mal berechnet in einer fiktiven Anlage, bestehend aus 200 Schaltschränken. Und wie Sie sehen, gibt es hier schon erhebliche Vorteile, die uns voranbringen. Über 85.000 Kilowatt im Jahr an Energie, die eingespart werden. Und das sind ungefähr 31 Tonnen CO2 bei 200 Schaltschränken. Natürlich ist diese Studie skalierbar nach oben, nach unten, je nachdem, wie viele Schaltschränke eingesetzt werden. Und das sind Vorteile, die man nicht einmal hat, sondern die hat man jedes Jahr. Und das ist für uns natürlich ein Anlass zu sagen, mit Airstream können wir tatsächlich einen Vorteil anbieten, den es zuvor in dieser Form nicht gab. Ja, was schaffen wir also mit Airstream? Wir schaffen es, den grünen Fußabdruck bezüglich CO2 zu verkleinern. Wir sind wirtschaftlicher, da wir Energie sparen. Wir sparen CO2 und in der Summe schaffen wir es, dass wir damit nachhaltiger sind und unserem Kunden eine Lösung anbieten, dass das gesamte System, die Steuerung nachhaltig besser arbeiten kann. Heutzutage reden wir oft über Geld, über Währungen, mit denen wir handhaben, wo wir effizient sein müssen. Meistens ist es Geld, aber sehr oft gibt es natürlich noch andere Währungen, um die es geht. Das ist auf der einen Seite CO2, wo es darum geht, dass wir diese Währung sparen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch die Zeit, das teuerste Gut, das es überhaupt gibt, wo es natürlich auch darum geht, dass wir die Zeit sparen können und genauso effizient damit umgehen. Ich möchte abschließend noch einen weiteren Vorteil mit einbringen, den ich nicht angesprochen habe, der aber als Zusatznutzen auch noch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das ist der Wegfall oder die Verringerung von Ausfällen bei der Steuerung. Stellen Sie sich vor, wenn Sie es schaffen, im Schaltschrank die Wärmenester zu eliminieren, die Hitze, die Hotspots abzubauen und die Wärme nach außen zu bringen, dann haben Sie natürlich einen sehr, sehr großen Vorteil, dass die Komponenten nicht mehr den Hitzetod sterben. Das ist vielleicht ein Vorteil, der erst in 2, 3, 5 oder 10 Jahren auftritt. Aber egal, wann er auftritt, wenn der Ausfall der Steuerung vermieden wird und dadurch Ihre Anlage nachhaltig besser läuft und besser funktioniert, dann haben Sie wirklich Geld gespart. Und Geld sparen bedeutet in diesem Fall natürlich Wirtschaftlichkeit. Wie gesagt, wir feiern heute zum ersten Mal den Safe Energy Day. Und da möchte ich mich bedanken, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, Sie genießen unsere Vorträge zu diesem Thema, dass Sie einen tieferen Einblick bekommen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.